Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Roberto. Final Fantasy 7 Roberto. Und ja, wir sind hier mitten im Ödland der Coral Region mit unserer Crew. Da sind die Boys, da sind die Girls. Ist das absichtlich oder war das jetzt irgendwie nur so Zufall? Und ja, hinter uns ist unser cooler Buggy. Ich hoffe, den kann man irgendwie so, weiß nicht, so anstreichen oder irgendwie so. Ne, da wäre auch cool, ne? Und ja, ich würde sagen, wir machen heute eine kleine Erkundungstour. Wir suchen uns hier, das hatten wir ja eigentlich schon letztes Mal eigentlich versucht, ne, hier die Funktürme zu aktivieren. Aber ich wurde dann wieder ein bisschen gesidetracked. Warte mal, mir fehlen drei. Ah, ne, da sind drei, okay. Und ja, wir haben in der letzten Folge den Kartenspieler, den ultimativen von der Core-Region hier geschafft. In der Großhose sind einige neue Minispiele aufgetaucht, aber machen wir das erstmal noch nicht. Machen wir erstmal hier alles andere, ne? Und ja, Erkundung hat ist natürlich ein bisschen hier schon lange überfällig. Deswegen machen wir das endlich mal heute, ne? Fangen wir ja mal an, tun wir mal weitermachen, sage ich mal. Aber bevor wir weitermachen, habe ich mal hier, ich habe ja letztens gesagt, ich habe da irgendwie was vorbereitet und ich habe mir gedacht, da wäre irgendwie so nett, das mal so kurz zu zeigen. Und zwar habe ich hier so ein kleines Bildchen hier gemacht, wo ich hier so einige Bilder reingeschnitten habe von einigen Charakteren aus dem Original Final Fantasy 7 im Vergleich zu wie sie heute aussehen in diesen Spielen, ne? Weil ich ja immer wieder sage, so, oh, ich treffe den Charakter, der Charakter sieht voll gut aus und so, sieht voll designmäßig gut aus. Und ja, ich habe mir einige NPCs mal vorgeknöpft, die wir schon begegnet sind, also jetzt nicht die Hauptcharakter Crew hier. Und boom, ich würde sagen, wir schauen uns die mal an, ne? Damit ich hier mal hier euch zeige. Ich habe immer wieder von Esther geschwärmt und ja, immer wieder gesagt, oh, sie sieht so gut aus, ne? Der Grund daran ist, weil sie halt im Original so aussah, ne? Also das ist schon ein ganz schöner Sprung eher von hier aus. Deswegen finde ich auch, mein Gott, die sieht viel besser aus in dem Spiel, ne? So, hier haben wir noch einige andere NPCs. Hier sind die ganzen Kollegen von der Chocobo Farm. Ich habe den Namen der Kinder vergessen, aber hier, er ist Bill, ne? Er sieht auch ein bisschen besser aus hier in dem Spiel, ne? So sah er im Original aus. Ich kann mich gar nicht an ihn erinnern, ehrlich gesagt. An sie konnte ich mich als einziges erinnern, weil sie immer im Chocobo Stall da rumgelaufen ist. Und ich konnte mich daran erinnern, wie sie irgendwie mit ihrem Watschel Füßen, ja, diese Füße, ja, die Final Fantasy 7 Original, die sind halt so riesig. Ich weiß nicht wieso. Bei Mädchen irgendwie aus irgendeinem Grund mehr. Und ja, ich kann mich einfach nur immer erinnern, wie sie im Stall so rumgewatschelt ist. Deswegen kam sie mir auch so relativ schnell bekannt vor. Ne? So, oh, die ist so ein Mädchen aus diesem Chocobo-Stall. Ne? So, hier haben wir Priscilla, hieß sie, glaube ich. Ne? Das ist das Mädchen, das man im Original Mund zu Mund geben musste, um ihr Leben zu retten. Ne? So sieht sie ihm in diesem Spiel aus, auch sehr guter Glow-up, würde ich sagen. Ne? Dann ist Dio im Original, so sieht Dio hier aus, auch ein riesiger Sprung, würde ich sagen. Ne? Hier sieht er noch ein bisschen mehr generic aus. Ne? Also da ist schon ein bisschen. Ich glaube, da mache ich so hin und wieder mal so einige Charaktere zu zeigen, hier so einige wichtige Charaktere. So, um euch so mal zu zeigen, nur wie die im Original aussahen und so. Und ja, lass mich hier mal ein bisschen ranzoomen. Und zwar wollte ich hier mal Dein zeigen. Ne? So sah Dein im Original aus. Und er hatte nicht blaue Haare, er hat irgendwie so lilane Haare, aber auch geht auch so mehr so in die Richtung. Ne? Da sah er noch ein bisschen anders aus. Ja, der Grund, warum Dein zwei Modelle hat, ist einmal, das hier ist das Weltkarten Modell, das eigentlich jeder Charakter hat, ne? Das ist sozusagen das Modell, das man sieht, wenn man hier so, ja, wenn man hier so durch die Gegend läuft, ne? So, oh, wenn man so durch die Gegend läuft und irgendwie in der Cutscene ist und mit Leuten redet, ne? Wenn man durch die Stadt läuft und so, ne? Cloud und die Crew, die haben auch alle jeweils ein so ein Modell und ja, das Modell daneben ist Dein. Jetzt kann ich den Links nicht bewegen, so. Das Modell hier neben ist ein Kampfmodell. Das ist sozusagen das Modell, das er hat, wenn er gegen Barrett kämpft im Original. Und die Hauptcharaktere haben alle jeweils einmal so ein Modell. Also das Modell, das man in der Weltkarte spielt, ne? Wenn man durch die Weltkarte rumläuft, wenn man durch Städten rumläuft.
und jeweils ein Kampfmodell, also so wie die Charaktere im Kämpfen aussehen. Die sind normalerweise ein bisschen besser gerendert, ne, weil die Kämpfer halt hier so das Hauptaugenmerkmal von Final Fantasy 7 sind, ne, die Kämpfer halt oder das Hauptgameplay des Spiels. Deswegen haben die Kampfmodelle natürlich ein bisschen, die sind ein bisschen besser gerendert, sehen ein bisschen besser aus, jedenfalls für die Zeit, ne. Und ja, wenn die halt nicht in den Kämpfen sind, dann haben die halt diese Modelle, ne. Sie haben zwei verschiedene Modelle, ne? Nicht jeder hat zwei verschiedene Modelle, weil einige Leute hier, die Kinder zum Beispiel von Bills Chocobo Farm, die haben zum Beispiel keine Kampfmodelle, weil man nicht gegen die kämpft, ne? Deswegen, ja, die haben halt nur so ein Weltkartenmodell, ne? Aber in der Regel haben eigentlich Charaktere, die man bekämpft, zwei Modelle, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch das mal hier so, ne? Wie das so aussah, ne? Wie das mit was für Grafiken der Daniro aufgewachsen ist, ne? Ja, brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Ich werde mal so hin und wieder mal so eine kleine, wie nennt man das, eine Collage, ne? So ein Diorama, keine Ahnung. Ich werde mal hin und wieder mal so ein kleines Bild hier irgendwie so vorbereiten, ne? Für einige Charaktere. Ich werde das ganz bestimmt auch noch mal für die Hauptcharaktere, also für Cloud und Co. hier irgendwann noch mal machen, ne? Aber gibt es irgendwie so eine Bremsanimation, so? Okay, gibt es keine so eine Bremsanimation, so? So, weil ich denke gerade an Final Fantasy 15, weil da muss man ja auch mit dem Auto durch die Gegend fahren, ne? Und wenn man irgendwie Vollgas gibt und dann irgendwann so mitten aus nichts auf einmal bremst, dann tun all die Hauptcharaktere, die im Auto sitzen, sich irgendwie so voll nach vorne fliegen, so, so pass doch mal auf, so, ne, wegen halt, ja, weil eine super scharfe Bremse auf einmal kam, ne, und die müssen sich erstmal alle so fangen, so, oh Gott, ich habe gedacht, da kommt dann hier auch so in dem Spiel, ne. So, was haben wir da, sind das Chimären? So, wir machen hier eine Erkundungstour, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ne. So, haben wir euch schon bekämpft, ja. Ich zähle auf dich. So, ich muss den Energiehaken ein paar Mal einsetzen, um seine Fähigkeit zu lernen. Oh Gott. Meine Fresse. Okay, Leute. Machen wir auf mich. Alter. Gott, Leute, jetzt mal ein bisschen ruhig hier. Nicht den anderen wieder. Okay, haut ein bisschen stark zu und fokussiert euch nur auf mich. Die anderen beiden sind noch hier voll fit. Na, ich will nur die Fähigkeit lernen erstmal, ne? Hab ich die gelernt? Nein. Was hat der Riva gesagt? Ich stecke ja Teil in den Hintern, ja. Wie bekomme ich den Geschicklichkeitsbonus nicht? Ich muss doch irgendwie Feuerstoß hier voll hochleveln, ne? Voll aufladen, um den Geschicklichkeitsbonus zu bekommen. Irgendwie bekomme ich den nicht. Da so, haben wir das gelernt. Da kann man bald wieder aus der Truppe rausnehmen, weil ich hätte lieber so einen aktiven Heiler in der Gruppe. Wir haben uns die ganze Zeit hier vom Sterben hier abhält, ne? So, Barrett. Erstmal geben wir dir wieder eine bessere Waffe. Immer noch mal Großkaliber, ne? Muss ich sagen. Ja. So, dann nehmen wir mal, weil nicht.
Ich nehme an Aeris, ne? Ich muss noch so rumexperimentieren mit Kate Sif und ja, ich werde ihn einfach so, ne? Ich kann mir halt nicht gönnen, das ist so ungewohnt, den jetzt anders auszusprechen, ne? So, was muss ich mit dir einsetzen, um das zu lernen? Ich hätte lieber das eine 1, 3 oder 6 würfeln. Warum steht da überhaupt Geschicklichkeitsbonus, wenn ich schon sowieso, wenn er schon sowieso die Dings hier freigeschaltet hat? So, Gegner niederstrecken. War Schlagerei, genau. Tun wir ihn mal hier so umstellen. So, ich glaube, diese Kupo-Fähigkeit will ich dann hier, ne? Weil da sind ja mal meine Hilfsfähigkeiten. War Schlagerei, tun wir dann hier hin. Entschuldige, was? Feurige Welle. Oh, das ist von seinen Dings hier, ne? Ja. So, Würfel. Okay. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum er. Er war um Dings hier. Was? Dann komme ich da hoch. What? Hallo? Oh. Was sagen, wie komme ich da hoch? Weil er hatte irgendwie auf seinem Brett hatte irgendwie so eine Fähigkeit. So, oh, bei Kampfbeginn bekommst du einen ATB-Boost, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dann wäre ja eigentlich nicht schlecht, ihnen einen ATB-Boost zu geben, ne? Oder diese eine Fähigkeit, warte mal, habe ich da nicht ein Ding für? Ich glaube, dafür habe ich doch hier so eine. Und da kann ich ihn sofort den Mogi rufen lassen, ne? Habe ich nicht. Ich habe da so ein. Ist das nicht das, was Yuffie hat? Das Windhalstuch oder so, wo ich direkt. Ja, ne? Windhalstuch. Und dann kann er direkt schon sein Mori aufrufen, ne? Hey, warte mal. Ne, kann er nicht, ne? Ich würde ihn dann lieber Dings hier geben. Wie heißt diese Fähigkeit? Ja, Auto-Spezialfähigkeit oder Auto-ATB-Dings-Fähigkeit. Ich weiß aber nicht, ob er das priorisiert, ne? Weil es gibt da so eine Materie, die einen erlaubt, hier Fähigkeiten, Kampffähigkeiten einzusetzen, ne? Ohne dass man das denen sagen muss, ne? Dann würde ich das nämlich ihm geben, damit er automatisch schon seinen Mogri ruft, ne? Wenn der Kampf beginnt. Da wäre auch, glaube ich, eine gute Idee, ne? Ich habe gedrückt. Ich glaube, das ist, was man irgendwie als erstes machen will, ne? Er soll erst einen Mori rufen, ne? Damit halt der Kampf halt besser wird, damit man schon mit 4 Leuten da im Kampf ist. Würde ich jetzt mal annehmen, ne? So. Was ist das für ein Zeichen? Ich weiß das nicht mehr. Bam, bam, boah, da sind auch so viele. Ich glaube nicht. Na, wenn wir ja alles haben, ob wir dann fertig sind mit der Region. Ich glaube, die nächste Region, wo wir hin müssen, zählt auch noch irgendwie zu dem Gebiet, ne? Vielleicht nicht, ja. So, nächstes Ziel. Was ist das nochmal? Esperkunde. Da soll ich vielleicht auch mal schnell machen, ne? Esperkunde. Ich würde schon gern Alexander bekommen. Ich habe so das Gefühl, das ist schon lange überfällig. Ich würde dann aber vielleicht nicht unbedingt mit Kate Sif da reingehen dann. Ich glaube, einmal haben wir ja schon Esperkunde, ne? Ja. Bis jetzt hat ja mal zweimal gereicht, ne? Achso, ich drücke die ganze Zeit falsche. Ja, ich finde übrigens gut, dass die Sachen ja automatisch eingesammelt werden. Das ist schon so ein kleiner Luxus. Kristall! In Coral erzählt man sich über Alexander, dass er plötzlich und unerwartet erscheint, sobald die Menschen vom rechten Weg abweichen. Er kommt, um sie zu richten. Dieser heiligen Strafe kann sich nichts und niemand entziehen. Manche Eltern benutzen Alexander sogar als Drohmittel, wenn ihre Kinder Dummheiten machen. Wow. Jeder hat Angst vor seiner Macht. Wenn du dich nicht benimmst, wird Alexander über dich richten und ein Laserstrahl auf dich feiern. Oh, hey, warte. Was noch? Das heißt, ich gerade.
Stärke, ich muss das. Und das ist doch einer. Mein Gott, viele müssen wir ja nicht kaputt machen. So viele müssen wir ja noch nie kaputt machen. Okay. Alexander Schrein Beta. Haben wir alle Dinger? Habe ich? Ja. Dann komm her, du Stück. So, drei Kreis, Kreis. Ne, vier Kreis, Kreis. Vier Kreis, Kreis. Okay. Vier Kreis, Kreis. Vier Kreis, Kreis. Vier Kreis, Kreis. Bin ich echt immer so genau? Da muss schon irgendwie so eine. Die geben mir bestimmt ein bisschen viel Raum irgendwie für Fehler oder so, ne? Ich kann nicht sein, dass ich hier immer so genau bin. Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist immer die gleiche Nachricht. Mir ist schon, ja, Chatley, mir ist schon klar, dass das eine perfekte Synchronisation. So. Ist hier irgendwo noch was? Wow, wow. Schwingen die anderen Leute sich auch mit? Ja, tun sie. Und deswegen verstehe ich irgendwie nicht, warum nicht alle Charaktere spielbar sind, ne? So in der Weltkarte. Ich meine, die haben eindeutig alle Animationen für das ganze Zeug, was ihr machen kannst, ne? Also warum sind die nicht alle spielbar, ne? Yuffie ist eindeutig spielbar. Yuffie kann sich offensichtlich ja durch die Gegend schwingen und so was alles, ne? Warum nicht spielbar machen? Wäre viel lustiger, ne? Mit anderen Charakteren durch die Gegend zu rennen. So, also was, gehen wir mal kurz zurück zu Chatleys Kampfsimulator. Wenn ich wüsste, wo der nochmal war, hier, ne? Da ist aber die Quest, lassen wir die erstmal. Chatley. Dann sind wir so komisch entfernt. So, da bist du ja direkt. Cloud, die Republik ist Vergangenheit, doch noch immer zeugen viele Ruinen von ihr. Dort verbergen sich Synthesechips. Wenn du die Lebensquellen einer Gegend untersuchst, kannst du die dortigen Chips und die Suche nach Chatley, ich mach das ja nicht zum ersten Mal, mein Gott. Du musst mir halt nicht jedes Mal, also boah. So, holen wir uns mal. Nee, doch, ich hab schon alle hier. Also kann ich mehr. So, gehen wir mal in den Kampfsimulator. Erst einmal, damit ich hier lernen, wie man K-Ziff spielt, ne? Weil jeder Charakter hat normalerweise mal so ein kleines Tutorial, ne? Kampftraining K-Ziff. Kämpfe 4, Glücksboost. Ist ganz offensichtlich, dass man Glücksboost braucht mit K-Ziff, ne? Alles klar. Ich hoffe, ich brauche keine Heilung oder so, ne? Okay. Drücke Fähigkeit, damit Casey physische Angriffe mit seinem Megafon ausführt. Halte die Taste gedrückt, um eine Schallwelle aufzubauen, die sich nach den Loslassen als magischer Angriff ausbreitet. Ich gucke gerade oben rechts. Aber man kann auch so machen. Drücke nach dem Ausweichen 4, um einen magischen Angriff mit Schallwellen durchzuführen. Drücke 3, während Casey allein ist, um den katzensprungartigen Angriff Tatzen Stöber auszuführen. Jetzt kämpft nicht nur auf sich allein gestellt, sondern kann einen Mogi herbeirufen, der ihm als Schlachtross dient. Das KZF-Thema. Hier kann ich eigentlich seine Fähigkeit lernen, ne? Das ist ein magischer Angriff. Klar.
mal Schlagerei gelernt. Aber seine Siegespose. Also im Original war Kate Sif eigentlich nie separat von dem Mogi. Der war immer auf dem Mogi am Reiten. Den kennt man eigentlich nur so im Original, dass der die ganze Zeit nur auf dem Mogi am Reiten ist. Ein großer Mogi war von auf ihm rein. Der Mogi kämpft selbstständig, dass bis seine TP auf Null fallen wird, sich zurückzieht. Da kann jedoch sofort wieder herbeigerufen werden. Wie auf Einsätze, wenn ein Mogi angewendet ist. Alles klar. Wenn du auf dem Mogi sitzt, kannst du mit Kreis absteigen. Um wieder aufzusitzen, musst du Dreieck drücken. Beim Reiten ist es möglich, mit Viereck einen gemeinsamen magischen Angriff mit Schallwellen auszuführen. Dann die Taste für gemeinsam dem Gegner. So kennt man den nämlich nur im Original. Oh, sehr cool. Ich kann während des Bewegens kann ich angreifen. Sehr gut. Ja, mir geht da am Balken voll austoben. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, wie sehen denn seinen Kampf ist, wie sehen seinen Kampf seine Kampfmechaniken sein werden, ne? Weil wie ein Roboter kämpft oder irgendwie so, das ist ein Roboter, dieser Mogi, ne? Mein Angriff des Mogis erfolgreich, fühlt sich die Mogi-Leiste. Drücke beim Reiten auf dem Mogi-Dreieck, um die Energie dieser Leiste aufzubrauchen und Mogi-Fertigkeiten anzuwerden. Die anfängliche Mogi-Fährigkeit ist ein mächtiger Stampfer und verursacht großen physischen Schaden. Ja, mache ich doch die ganze Zeit schon. So, meine Frage ist jetzt, wo sehe ich seine AP? Und was macht der Mogi, wenn ich nicht auf ihn reite? Da greift er automatisch an, sehr gut. Sag mal, Würfel. Wow. Aufsteigen. Sobald die Mogi-Leiste um eine Einheit aufkleidet hat, können unterstützende Fertigkeiten für die gesamte Gruppe aktiviert werden. Attacke gewährt Courage und Ena. Abwehr gewährt Pro zum Wahlum, gewährt Tobsucht. Sobald noch weitere Einheiten aufkleidet wurden, können die Gegner geschwächte Fertigkeiten aktiviert werden. Stille Stupser. Die Auswahl der Fertigkeiten erfolgt zufällig. Oh nein. Hab schon gefragt. Nein. Also will ich ja eigentlich, so mehr wie möglich hier. Da ich kann ihn zum Explodieren bringen. Bonk. Ja, muss man natürlich erstmal gucken, muss man erstmal lernen, so ein bisschen, habe ich so ein Gefühl. Aber kann man machen. Ne? So, ich hoffe, den nächsten Kampf schaffe ich auch, weil mir gehen die AP aus. Ketzef kann noch weitere einzigartige Fähigkeiten anwenden. Bei aus den Augen aus dem Kinn weicht Ketzef aus und lässt dafür den Mogi vorpreschen. Der nach, ja, das ist so. Erinnert mich irgendwie so an die Ultimate von Diva aus Overwatch, ne? Also die schickt ihren Mecha irgendwie da vorne und lässt ihn dann explodieren. Bei Würfeln werden je nach Augenzahl unterschiedliche Fertigkeiten angezeigt. Eins, Feuerblitz, Katzenade, Aeron Eis, Zorn für alle. Oh nein. Zorn für alle Partymitglieder? Ich glaube nicht, ob mir das gefällt. Regener für alle oder Schild? Der Angriff ist ganz schön stark, ey. Kann ich einfach spammen? Oder einfach nur, weil die Gegner so schwach waren.
So, Limit wurde mir irgendwie nicht erklärt, ne? Moogbox. Okay. Ach, dann macht diese Pirouette jedes Mal, wenn ich aufsteige. Hm. Wollte schon sagen, ich will die auch mal so machen. Wenn ich will, kann ich auch was. Ja, cool. Ja, kann man mal machen, ne? Wird schon machbar sein, irgendwie, ne? So, dann schauen wir uns mal Alexander an, ne? Ich glaube, ich will erstmal hier Kate Sif hier die Waffe danke wechseln. Die meine nein, mein Ding ist schon wieder. Mal hört aber auf, ihn mal so anzuhalten. Ne? So, den geben wir erstmal wieder Megafon, das mehr Materia-Plätze hat. Ne? So, was haben wir hier alles? Macht den Mori zum bevorzugten Ziel gegnerische Angriffe. Hm, Glücksritter hört beim Rein und Mori das Glück. Mori Angreifer. Ich glaube, ich will ihn mehr so tankig machen. Ne? Ich brauche so mehr Tank-Charaktere, ehrlich gesagt. Also mache ich ihn mal zum Köder und zum Verteidiger. Ne? Ich brauche mehr so Charaktere, die so mehr aushalten, habe ich so ein Gefühl. Ne? So, die Frage ist natürlich, wie viel AP hat hier der Mogri im Vergleich zu Kate Sif, ne? Also will ich ihm vielleicht auch TP-Boost geben. Ne? Ich glaube, TP-Boost will ich sowieso jeden Charakter mindestens einmal geben. Ne? So, hier haben wir noch ein TP, wo ist das schon auf Level 3 ist. Machen wir das, ne? So, Glücksboost, Glut, Glücksboost, habe ich... ich glaube, Barrett hat auch gerade Glücksboost, ne? Ich glaube, dann tauschen wir mal hier sein Glück mit sein aus, ne? Weil er hat das hier schon ein bisschen hochgelevelt, ne? Ne, er hat nicht mehr Glück. Irgendjemand hatte doch Glücksboost. Sie hatte Glücksboost, ist gar nicht hochgelevelt. Nein, mal trotzdem tauschen. Aber ich habe das Gefühl, er hat mehr so, weiß nicht, Nutzen von Glück, ne? So, und dann geben wir ihm noch irgendwas, keine Ahnung. Dann geben wir ihn, er war eigentlich auch nicht schlecht so für Barriere und so, ne? Wenn ich eins hätte, was ich nicht habe. Soll ich ihn Gravitas geben, ne? Kommt vielleicht auch nicht schaden, ne? So von jedem, ich will sowieso von jedem ungefähr, von jedem Zauber mindestens einen haben, hier hochgelevelt, man weiß, wann die irgendwann nützlich sein können, ne? So, damit Kite Sif mehr so ein Verteidiger, ne? Dann heißt das, ich muss ihn mal jemand anderes geben, weil dann hat er nämlich voll wenig Verteidigung. Boah, ich brauche ja mal unbedingt neue Sachen. Die Sachen hier sind alle schon so outdated irgendwie. So, hat jeder seine Fähigkeiten alle gelernt? Ja, ne? Sieht gut aus, ne? Die Drachenklammern habe ich auch schon gelernt. Ja. So. Hat schon 5 Materieplätze. So. Der Kohle mit dem Megafon war im Original Final Fantasy 7 war schon so, man hat schon den Midgar ein Megafon gefunden und man ist dann irgendwie die ganze Zeit damit rumgelaufen, hat sich gedacht so, hey, was soll ich denn mit dem Megafon, das ist eine Waffe, warte, ich kriege irgendwann einen Charakter mit einem Megafon als Waffe. Also es wurde schon sehr früh in Final Fantasy 7 geforeshadowed, dass sich ein Charakter anschließt, der Megafon als Waffen benutzt, weil man schon, ich glaube irgendwie, als man in Shinras Gebäude irgendwie so eingebrochen ist, da hat man irgendwie irgendwo so ganz versteckt hat man irgendwie in so eine Schublade oder so, in so eine Schublade ein Megafon gefunden. Und ja, das war sozusagen so ein kleines Foreshadowing, ne? So, hey, hör mal, du bekommst hier, weiß ich, irgendwann mal eine Dings hier, ein Megafon, ne? So, Schwächungsstufe 2 haben wir, glaube ich, immer gemacht, ne? Dann nehmen wir mal, weißt du was? Cloud muss nicht überall dabei sein, ne? Also nehmen wir mal Kate Sif. Wie will ich ihn überhaupt Alexander geben? Ich weiß das gar nicht. Hm.
Ich merke gerade, in ihren Schulten hat sie eine grüne und eine gelbe Materie. Das hat aber nichts damit zu tun. Was ich hier wirklich ausgerüstet habe. Nehmen wir Red und nehmen wir Aris. Ja, wird schon klappen, ne? Mal schauen. So, ich habe niemanden mit Analyse ausgerüstet. Mann. Nochmal zurück. Ich habe niemanden, der Analyse hat. Boah, ich muss ihn doch analysieren, Mann. So, dass ich hier so in dem Menü nicht irgendwie meine Ausrüstung uns ändern kann, ne? Ich mal ganz. Ich habe nicht verloren, ich habe den Kampf abgebrochen. Chat, lieber, willst du eigentlich? So. Weiß ich nicht. MP, Luft, MP, Einsparung, Heilen, Automagie. Red 13, oder nicht? Provozieren. Ja, provozieren aus. Er ist eigentlich auch voll der Tank-Charakter, ne? Machen wir so. So, boom. Ist jetzt Cloud nicht der Einzige, der die ganze Analyse hat, ne? Aber Cloud ist ja die ganze Zeit in der Gruppe dabei, ne? Lass es mich einfach wissen. Das waren alles. Doch die Wüste ist so lebensfeindlich geworden, dass sich nur noch Ungeheuer hier herumtreiben. Die Angestellten sind nach oben gezogen. Später haben die Banditen diesen Ort für sich beansprucht. Seitdem nennt man es nur noch das Gefängnis von Coral. Ja. So, versuchen wir nochmal. Na gut. So, Alexander, nochmal. So, Ketzef, Red Aris. Und dann machen wir den fertig, ne? So war jedenfalls der Plan. So, das ist Alexander. Warum sind deine Arme am... So, Alexander fand ich schon immer cool. So eine Festung, ne? So eine lebende Festung als Espa. Alexander kam gar nicht im Original... ich weiß nicht, ob das so gut war. Nein, 4. Ist er nicht Tobsucht für alle? Nee. Bist du bescheuert? Alexander kam gar nicht vor im 16. Teil, merke ich, meine ich gerade. Jetzt am Elektro. Was? Hauha. So, du hast Amplifikation, ne? Mach mal Courage auf alle. Ja, ob ich das schaffen werde. Ich mache mir natürlich hier wieder so viel schwieriger, weil ich hier mit... Entschuldige, was? Giga Laser. Entschuldige, was? So, Red, du musst dich ja hochheilen. Na, verdammt. Das habe ich mir so ein bisschen vorbereitet, habe ich so für eine Protest, Walum, ja, unter was für eine Kategorie gefällt hat hier, ne? Ist das magisch oder physisch, was er macht? Sieht mehr so magisch aus, ne? Mein Gott. Ja, aber schon ein bisschen. Okay. Mein Gott, Aris muss echt. Aris muss echt irgendwie ihr ATB schneller auffüllen. Ne? Das geht irgendwie nicht so. So, Blitz war da effektiv gegen dich, ne?
Ah, sehr gut. Warte. Vielleicht dann rechter Arm auch noch. Okay. Ja, da sind wir. Und dann direkt Blutzahn. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Schlagerei. Ah. Das hat er wieder aktiviert, ne? Stopp, Stupser, ja, wird mit Sicherheit funktionieren bei der S-Bahn, ne? Wie eigentlich sei. Mann, eigentlich sind seine Angriffe jetzt nicht so schwierig hier auszuweichen, wenn ich sauber. So, Aris, tu mal dein Dings hier platzieren. Und dann kommt Red hier hin und setzt einmal Blitz gegen die Arme ein und setzt sie zweimal ein, ne, weil er in dem Kreis ist. Nicht schlecht. Hat er irgendwie so Lichtminen irgendwie so platziert oder was ist das hier? So, Blitz. Ich habe ja keine Blitzpfeiler des Lichts, was? Du. Mein Gott, warum fliegen wir denn so weit nach oben? Ich glaube, bin ich langsam. Jüngst ist gerecht? Nein, das ist in seinen Dings. Vielleicht tot. Vielleicht tot. Aris? Wir sind gleich alle tot. Okay, das war ja wohl voll unfair jetzt gerade. Gib mir doch mal wenigstens Zeit, mich irgendwie zuvor zu bereiten, Mann. Ich bin jetzt sowas von tot. Na toll. Okay, Zip ist tot, cool. Der Mogi ist noch übrig. Ich finde es wieder gut, dass ich die MP verbraucht habe. Red wird auch nicht mehr lange überleben, wenn das hier so weitergeht. So, Red, ganz ruhig, ich hab dich. Kannst du eigentlich wieder beleben schon? Nee, ne. Oh. Mein Gott, ey. Ich schott mal deinen Arm. Wem ist der Mogi noch am Leben, ne? Mein Gott. So. Hauen wir mal Blitz auf dich rein. Der hat das schon wieder abgebrochen, ey. Ich könnte so kotzen. Ja, wozu? Ja, hallo. Wieso fliegen wir so noch nach oben, als ein Lichtschalter da am Boden ist? Wieso fliegen wir dadurch in die Luft? Nein. Bobby, du brichst mich ja schon wieder ab. Ich leg los. Jungs, das Gericht, ja. Na klar. Harris. Na, Red wird jetzt als nächster drauf gehen, ne? Mein Gott, ey. Ich darf mal mit so einem wonky Team hier reingehen, ne?
Ja, ich kann Limit einsetzen, was mir nichts bringen wird, weil alle tot sind. Wieso ist der Mogi eigentlich immer noch am Leben? Ich meine, finde ich geil, aber... Da hast du auch Blitz. Ich kann mal beschwören, ja, ne? Phönix. Ich vergaß. Phönix. Der kann auch wiederbeleben. Warte mal, der hat doch Erzengel und also was, ne? Wenn ich mich nicht irre. Oh mein Gott, ich bin so doof. Ich habe irgendwie nicht an Phönix gedacht, auch wenn ich ganz ehrlich bin. Da kannst du ihn nicht wiederbeleben. Erzengel, der hat Erzengel. Der Sack hat Erzengel. Ja, jetzt bin ich wieder da rein, ja. Bin ja am Strategisieren. So. Oh. Erzengel, Red. Boah, ihre ATB-Regeneration, ne, ist so von. So, Red ist wieder am Leben, ausgezeichnet. Jawohl. Guck mal, wie ich den Kampf hier noch drehe im letzten Moment. Erzengel, KZF. Aber wir machen den schon vorher kaputt. Warum dauert das so lange? Ey, der. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber wir bekommen sowieso keine Erfahrungspunkte oder so, ne? Yay! Ausgezeichnet, Alexander. Nice. Das war ein fantastischer Kampf gegen Alexander. Nicht jeder kann es mit diesem gestrengen Richter aufnehmen. Seine starke Hand wird sich von nun an auf eurer Reise schützend über euch legen. Sehr geil. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde. So, aber wir haben alle ja Erfahrungspunkte bekommen, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand irgendwie so hinterherhängt, ne? Ich meine, sieht ein bisschen so aus, aber ich glaube, Yuffie ist auch noch, ja. Aus irgendeinem Grund ist Yuffie immer voll hinten. So am, weil sie hat immer die wenigsten Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit dem Plot zu tun hat. Weil nicht, sie ist irgendwie, ja, sie ist irgendwie die Jüngste, von daher, weiß nicht, dementsprechend so, oh, sie ist noch, weiß nicht, 16 oder so. Dementsprechend hat sie natürlich die wenigsten Erfahrungspunkte, ne? So. So, wen gebe ich denn jetzt hier? Alexander, was hat denn Alexander für Werte? Ist ein bisschen blöd zu, kann ich mal hier so. So, Alexander gibt uns viel HP, MP, viel physische Verteidigung. Ich glaube, das ist dann mehr so was für KZF, ne? Hm, ja, ne? Irgendjemand findet dann aber noch eine Yuffie. Fehlt eine S-Ball. Ah. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber was soll man machen, ne? Einer muss halt. Ja, blöd ist halt, die S-Ball, die geben einem auch so ein bisschen noch Fähigkeiten, ne? Statuswerte meine ich. Das ist, dass man mich so ein bisschen stört. Ich daraus ein bisschen irgendwie, ja, was verpasse. So, Borgi rufen. So, der Kampf hat uns jetzt hier ein bisschen aufgehalten, würde ich sagen. Ja, weiter zur Erkundung. Wir kommen irgendwie gar nicht hier zu erkunden, habe ich so für immer noch. So. Ich will da die Foto-Op erreichen. Die Funktürme auch, aber... Ist das der Sandsturm? Das wäre ich schon direkt wieder abgelenkt. Steigen die direkt wieder aus. Charlie. Was? Ich kann dich nicht hören. Ein Sandsturm kommt direkt auf mich zu. Kampfmusik? Was zum?
hierher geführt. Doch nichts als Sand und brütende Hitze erwarten mich an diesem Ort. Was ist das? Du bist doch... Ich muss euch enttäuschen, denn das, was ihr sucht, hat bereits einen rechtmäßigen Besitzer. Brecht eure Suche ab und verschwindet, solange es euch noch möglich ist. Redest du von der Protosubstanz? Proto-Substanz? Schon wieder ein Gilgamesch? Nein! Nur ein Barbar denkt sich solche Namen aus. Wovon ich spreche, ist meine unersetzliche, meisterhafte Ausrüstung. Die Gen... Was? Genji-Ausrüstung? Oh nein! Meine Kraft, sie schwindet schon wieder! Was war das denn? Endlich bin ich durchgekommen. Alles klar bei euch, Cloud? Ja, keine Sorge. Aber was war das gerade? Einen Moment. Ich analysiere. Bei dem Sandriesen, der eben aufgetaucht ist, konnte ich protosubstanzielle Signale orten. Das legt die Vermutung nahe, dass er es auch auf die Protosubstanz abgesehen hat. Och Mann. Na wunderbar. Er könnte jederzeit wieder auftauchen. Nehmt euch in Acht. Ich dachte jetzt, hier kommt ja gleich so ein optionaler Boss oder so. Ich dachte, wir kämpfen hier gleich gegen die Titanen oder so, ne? Okay, wo ist mein Buggy? Da. Warum sind wir überhaupt ausgestiegen und um uns den Sandsturm anzuschauen? Weil das, da war der große Plan dahinter. Verstehe ich irgendwie nicht so, ne? Aber okay. Boah, Leute. Tue ich gar nicht. Ursprünglich sah er anders aus. Diese Modifikation erfolgte mit großer Wahrscheinlichkeit nicht durch Shinra. Ich gehe überhaupt nicht in die Richtung. Er befindet sich vermutlich noch im Inneren. Gib gut acht. Ich habe das Ding gucken, während du fährst, Cloud. Das ist gefährlich. Also ich tue ja mein Bestes irgendwie halt hier um zu umgehen und ihr sagt mir die ganze Zeit, oh, ihr seid in der Nähe davon, ne? So, hier soll ich irgendwo ein Foto machen. Ich glaube nicht, dass ich darüber kann, ne? Oder? Nein, 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 komm, Leute, wo soll ich denn wissen, ob ich da hochklettern kann oder nicht? Hier, nein. Ja schon, da kommt irgendwie Dampf raus, das sieht voll verdächtig aus. Dann gehen wir zum Foto, ne? Ich bin sowieso da vorbeigelaufen anscheinend. So. Was soll ich, von was soll ich denn ein Foto machen? Weil nicht. Cloud, der kann so schnell Fotos schießen, ne? Weiß gar nicht, dass hier ein Foto überhaupt auch hier hat hier überhaupt ein Foto irgendwie war, ne? Meine Güte. Buggy Parkplatz, was? Ja, apropos Chocobo, wo ist überhaupt hier? Da wollte ich gar nicht. Ich bin eigentlich hier. Tu mal mit unten auch normalerweise den Chocobo rufen. Ich habe vergessen. Schon so lange her, wenn ich die Welt hier erkundet habe. So. Einmal kurz das hier. Boah, guck mal, wie stark ich bin.
Wie schafft es das Ding, sich immer von allein zu drehen? Das ist Magie. Das ist Materia. Materia. So, Die Zeit drängt. Die geben mir mal viel FP, habe ich gerade gelesen. So, wo sind hier normale Kaktoren? Nimm das. Dann übernimm. Wenn's weiter nichts ist. Du bist ausgewichen, was? Die Sterne lügen nicht. Wollte ich gar nicht machen. Nichts für ungut. Ja, ich treffe dich. Ja, 8 FP. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, ne? Da kann man irgendwie hin. Da kommt man gleich in der Nähe von die Quest von Johnny, aber lassen wir erstmal. Gold Saucer Energy, versandter Mini-Reaktor. Das hat da nichts mit der Protosubstanz zu tun, ne? Ups. Das ist eine Truhe. Truhen greift man nicht an, Truhen öffnet man. Mal wieder was gelernt. So, also da oben links. Schätze 1 von 2. Ja. Mit dem Erkunden ist schon ein bisschen her, okay. Ich muss erstmal wieder in den Groove kommen, wie man das macht, ne? Weil man ja alles beachten muss und so, ey. Da habe ich eine Menge Kisten. Und eine Kiste. Ein Kissen. Ein Kisten mit einer Kiste. Was? Ein Kisten, eine Kiste mit einem Kissen. So, mein Gott. Und ein Rubin. Jetzt fehlt mir nur noch ein Saphir und ein Smaragd. Dann habe ich sie alle. Dann habe ich sie mir alle geschnappt. Da mit den Türmen wird hier nichts mehr heute. Ich werde eigentlich so vorgenommen habe, ne? Aber dann hat der Kampf gegen Alexander noch ein bisschen gedauert. War doch ein bisschen schwieriger. Habe ich Kate Sifs Tutorial gemacht. So, und da ist irgendwo das, wo wir halt für Johnny machen müssen, ne? Wir können ja diese eine Schatzsuche hier machen, ne? Ich hoffe, ich stolper nicht über Johnnys Quest, ne? Boah, wir helfen denen aus Versehen. So, allein steigen, Leute. Ich finde das so geil, ne? So, da ist ein Funkturm. Lass den Funkturm erstmal machen. Sorry, Johnny. Aber die Pflicht ruft. Boah! Okay, da ist ein bisschen gruselig, dass der ja einfach so auftauchen kann. Okay, das ist schon ein bisschen gruselig. Also mitten aus dem Nichts irgendwie ja so rumläuft. Hätte ich was mit dem machen können, wenn ich irgendwie schnell genug da gewesen wäre. So, hier ist. Sag mal, bin ich hier blind oder was? Wo komme ich da hin? Mal da hochklettern. Ich habe gesagt, wir müssen da oben hin. War voll die Jumpscare von dem Typen, ey. Ey, ich feiere nur durch die Gegend, auf einmal siehst du den im Hintergrund. Oh. Ja, ich finde das ein bisschen gruselig. Rostiger Wasserspeicher ist auch neu. Hey, die Funktürme zu finden ist schon irgendwie voll schwierig. Da bilde ich mir halt nur ein. Weil die ausfindig zu machen. Ich wollte eigentlich hier dieses Schatzgebiet hier mit den Synthese-Chips und so wollte ich eigentlich finden, aber ich finde ja nirgendwo den Weg. Ich von hier aus so dahin? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wir sehen uns hier irgendwie so Geier am Verfolgen oder bilde ich mir halt nur ein? Nee. Wollte schon sagen. Vielleicht verfolgen die uns ja, weil ich sehe die ganze Zeit Schatten von denen, aber ich sehe die nicht da oben in der Luft. So, Mogi-Medaille, yay. Haben wir ja schon das Mogi-Häuschen gefunden? Ich weiß auch gar nicht mehr.
Nein, danke. Hab schon einmal die Sachen gelernt und so. Also nicht gesehen, wie ich diesen Kampf gegen Alexander gehandelt habe. Ich bin ganz eindeutig überlevelt. Schwalbenarmschutz. Das ist was Neues zum Ausrüsten, das wir noch nicht hatten. Das ist mal hier was Neues. Bitte mal ein paar. Oh ja, da hat sogar 3. Das ist eigentlich nicht. 27 auf alles. Oh, cool. Mal ein echter, ein guter Ausgleich. Das gibt mehr Verteidigung. Das gibt alles mehr. Jemand dir das. Und irgendjemand anders kriegt dann ja mal. Ja, du bist ja mehr so auf Verteidigung ausgebaut. Ne, du bist genau andersrum aufgebaut. Da geben wir dir Verteidigung, ne? Bist du, das ist auch auf Verteidigung, ne? Und dann magische Verteidigung. So, was? Das ist ein Punkt mehr. Warum hast du das nicht aus? Also weil ich ihn Dings hier entfernt habe, ne? So, irgendjemand ist hier noch nicht Yuffie. Ne, tiefer. Er hat einen tiefer ausgerüstet, Matrosenarmreif plus. Er gibt 18, 18, er gibt beides. Ich weiß nicht. Megalon und Armreif für die beiden. So, Red. Was, gerade habe ich doch gesehen, dir fehlt eine. Was? Dieses Spiel. So, ein Schatz fehlt mir noch. Dann versuchen wir uns noch auf dem Weg zu Manier den blöden Turm zu finden. So. Da. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. So. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Wie komme ich hier hin? Ich weiß es nicht. Ich will den blöden Turm heute noch finden. Ich will ihn ganz unbedingt noch finden. So, wie komme ich da hin? Da hinten sehe ich den Turm schon mal. Der ist da oben. Gott, das ist so gruselig. Der einfach so mitten aus nichts auftauchen kann. Ich habe das Gefühl, ich muss hier rüber, aber da nähere ich mich hier der Mission von Johnny. Ich will nicht aus Versehen triggern. Ich glaube, wenn ich hier so hoch gehe, ist das schon in Ordnung, ne? Ich dachte, das wären Kaktoren, waren sie aber nicht. War wahrscheinlich sowieso dann nur Kaktorien, wenn schon, ne? So. Okay, hier ist eine Essbar. Oder eine Lebensquelle, ne? Kann man auch noch machen, ne? Aber erstmal machen wir hier das. Was ist hier? Ja, schon wieder diese blöden Viecher. Alter, der Kampf hat gerade erst begonnen, ne? Bin schon analysiert, ja, ne? Muss man ein bisschen schneller machen. Ah. Au, du Stück. Schau dir eine über,
Bonk. Eine Faust aus Stahl. So, Automagie, yay, und Behandlung. Was ich irgendwie noch nie so wirklich benutzen musste bisher. Ja, benutzt habe, mehr oder weniger. Gab es bestimmt einige Momente, die ich benutzen konnte, aber weiß nicht, über den ganzen Umweg gehen erstmal. So, nächstes Ding aktiviert. Shadley meldet sich gleich wieder. Oh, du hast den Turm aktiviert. Boah. Wie hast du denn das gemacht? Bip-Signal erfangen. Bonk, bonk, bonk. Sieht aber nur aus, als kann man nur eine ganze Menge, ne? Obwohl ich aber eine ganze Menge hier noch nicht gemacht, ne? Ja. Oh. So, wie komme ich nach unten hin? Da sind auch noch welche. Oh, da kann man einfach hochklettern, okay. Warum da runter springen, wenn man auch die Leiter benutzen kann, ne? Zack. Und runter hier und runter hier. Nein. Wow. Das C für Cloud steht für careful. Also für sicher. Ja, ich habe dich gesehen. Die meine, die Vögel sind einfach nur dafür da. Ich habe 3 gedrückt, aber der hat eigentlich eingesammelt. Die sind einfach nur da. Für den Fall, so, hör mal, du hast das Ding noch nicht auf der Karte entdeckt, ne? Du wirst das Ding nie im Leben finden, ne? Aber warum sollte ich nicht dieses Ding hier, den Funkturm irgendwann mal einsammeln, ne? Vor allem vorher, damit ich halt weiß, wo alles ist, ne? Wir geben den Leuten irgendwie viel zu wenig Credit, ne? Also irgendwie keinen Sinn macht, weil das Spiel ist gar nicht so einfach, finde ich jetzt. Das ist schon ein bisschen challenging hier hin und wieder. Definitiv kein einfaches Spiel, würde ich jetzt sagen. Aber okay, so, die Hälfte haben wir erledigt, ne? Ungefähr. Die Entwicklung des Gold Saucers. Oh. Alles begann mit einem Schinder-Mitarbeiter namens Dio. Er öffnete ein Museum für Archäologie, musste es nach kurzer Zeit aber wieder schließen, weil die Besucher ausblieben. Ist da nicht auch irgendwie so ein Haus im Original, das man besuchen kann? Ich untergehe und war den nächsten Bau des besten Themenparks der Welt, dessen Anfang ein kleiner Vergnügungspark bildete. Der von einem großen Unternehmen von dort hören und der Gegenheit und zog mit einem Vergnügungspark auf das, wo er eine hochmoderne Großanlage neu eröffnen ließ. Der große wird von mehreren kleinen Makroreaktoren angetrieben, die großen Einfluss auf das okay, also der Grund, warum hier eine Wüste ist, ist, weil Dio da die Gold Saucer gemacht hat. Das ist ganz schön krass. Ich habe gedacht, die haben die einfach nur, weil nicht so in der Mitte der Wüste irgendwie packt. Weil, warum nicht, ne? Weil die es können, ne? Hier sind eine Menge Kakteen. Sind ja auch Kaktoren in der Nähe. Ich müsste immer noch einen analysieren. Das ist bisher der einzige Gegner, der mir noch fehlt. Aber wenn ich die ganze Zeit Kaktorien hier finde. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Seltene Landwurmspezies. Okay, ich wollte eigentlich nicht hier rein, aber okay. Die Augen des Landwurms sind im Laufe der Zeit verkümmert, sodass er seine Beute hauptsächlich. Kämpfe ohne verschlungen zu werden. Okay, tut mir leid, Mai. Es war schön, deine Stimme nach so langer Zeit wieder zu hören, aber ich wollte jetzt eigentlich nicht da reinlaufen aus Versehen. Da ist ein Chocobo, sehe ich gerade. Du bist genau der.
Ja, für mich irgendwo hin. Ich will eigentlich nur hier kurz. Ja, wo ist der Schokobo jetzt, ne? Oh Leute, lass mich in Ruhe. Ja, wer, ja. Wo ist denn der, wo ist die Schokobo als Stelle? Kollege. Jetzt legt sie mich hier wieder zu einem Monster, ne? Pass auf. Nein, noch ein bisschen dann nach unten gegangen, Kollege. Dieser Chocobo ist betrunken. So, jetzt sehen wir hier noch die Haltestelle ab. Dann beenden wir den Part. Mike. Die Schokobo-Haltestelle ist wieder in Betrieb. Okay. Na gut, aber ich würde sagen, das war's, ne? Kann ich mich einfach nur hinsetzen ohne. Nein. Ich habe 13 Kisten, aber ich werde kein einziges benutzen. Gut. Ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Da kann man doch sicher irgendwie hin, ne? Hier so bup, 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 ne? Gut, die Erkundung, weiß nicht, geht relativ langsam voran, habe ich so ein Gefühl, ne? Wir haben jetzt mal Alexander geplättet, was ein bisschen gedauert hat. Und ja, wir machen halt, weiß nicht, wir machen mal beim nächsten Mal weiter, ne? Gucken uns hier weiter um und ja, schauen mal, was wir so machen können, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.